Laurentius Tränen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute an dem Tag, wo die Videoaufnahme passiert, ist der 10. August. Das ist ein Gedenktag einer der berühmten Heiligen der katholischen Kirche, St. Laurentius. In Nussloch haben wir über 800 Jahre eine Kirche nach diesem Namen, das ist der heilige Laurentius. Laurentius Tränen, das sage ich mal schon halt vorab. Ganz besonders im August gibt es immer wieder Sternschnuppen. Ja, in diesem Sternschnuppen, ganz besonders jetzt vom 12. auf 13. August, da werden 100 jede Stunde vom Himmel fallen. Verschiedene Sterne fallen auf den Boden. Vielleicht haben Sie Lust und Zeit, das zu beobachten. Und die nennt man also Laurentius Tränen. Nach diesem Heiligen wird es genannt. Was ist denn Laurentius Tränen? Und woher kommt das? Das ist angeblich daher, dass Jesus eben für die Sünden der Menschen damals gelitten hatte. Und deshalb heißt es einfach diese fallende Sterne vom Himmel als Laurentius Tränen. Laurentius lebte eben im 3. Jahrhundert und es war ein Diakon, wie wir in unserer Seelsorgeinheit haben, Christian Süch oder Peter Herich. Er war ein Diakon, er war damals zuständig für die Güter der Kirche. Das heißt, er war eben der Verwalter der Kirche. Er war ein frommer Mensch und er lebte wirklich für die Menschen. Und einmal wollte der Kaiser unbedingt alle Schätze der Kirche haben. Und dieser Laurentius verteilt in 3 Tagen die ganzen Güter der Kirche an die armen und notleidenden Menschen. Und als der Kaiser dann an dem Tag dann ihn rief und dann fragte, wo die Schätze sind, da hat er die Armen gezeigt, das sind die Schätze der Kirche. Und dadurch wurde er verurteilt und er wurde auf eine Rost in den im glühenden Feuer quasi verbraten. Er war angeblich auch so humorvoll, auch in der Zeit, als er ja dieses Martyrium gelitten hatte, hat er dann seinen Peinigern gesagt, Leute, schon ist eine Seite gut verbraten, jetzt könnt ihr mich umdrehen. Der Laurentius ist auch bis heute sehr, sehr bekannt, auch in Wiesloch ist eine Laurentius-Kirche. Und der Laurentius ist angeblich ein großer Freund von Menschen. Ganz besonders als Diener Gottes war er unterwegs. Und deshalb gibt es ganz viele Bezeichnungen in unserer Kultur, wie Laurentius Brot oder Laurentius Tag oder auch das Wetter wird bestimmt nach ihm. Dieser Diakon Laurentius könnte ein großes Vorbild sein. Einmal einfach ganz, ganz auf Gott zu vertrauen. Egal, was ihm passiert, ist Gott bei ihm. Deshalb konnte er auch lächeln bei seinem Tod. Und auf der anderen Seite war er mutig, gegen die Machenschaften dieser Welt zu kämpfen. Er hatte keine Angst vor den Mächten der Welt. Und das hat diesen Mann groß gemacht. Wenn Sie nach Rom gehen, wenn Sie in diesen Tagen Urlaub machen in Rom, dann könnten Sie gerne zu dieser St. Laurentius-Kirche gehen. Da werden Sie noch sein Grab sehen. Ein schönes Wochenende und eine gute Woche.